Neurosen von Stefan Friedrich. Neurosen nennt man die kleinen Macken im Charakter, die ein wenig stärker sind, als sie sein sollten und die immer wieder Ärger machen. Wer neurotisch ist, ist nicht verrückt, aber er hat oft mehr Probleme mit sich und anderen als ein Nicht-Neurotiker. Zum Beispiel ist er besonders ängstlich oder vorlaut. Oder leicht zu kränken. Oder er hält sich immer für zu dumm. Eigentlich haben wir alle die eine oder andere Neurose. Mal etwas stärker, mal etwas schwächer ausgeprägt. Einige sagen, Neurosen kämen aus der Kindheit. Andere behaupten, sie kämen von den Genen. Wieder andere sagen, sie seien ein Resultat der Umgebung, in der wir uns täglich bewegen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Günther jedenfalls liebt Neurosen. Er hält sie für gottgegebenes Persönlichkeitsrecht und würde sie niemals freiwillig gegen gesunde Verhaltensweisen eintauschen. Drei typische neurotische Ansprüche. Manchmal stellt Günther falsche Ansprüche an uns. Das macht einen psychischen Ärger, weil diese Ansprüche an der Realität vorbeigehen. Drei typische neurotische Ansprüche sind zum Beispiel: Du musst deine Sache unbedingt gut machen. Deine Mitmenschen müssen dich gut behandeln. Oder Anstrengungen und Schwierigkeiten müssen dir erspart bleiben. Jeder Mensch macht Fehler und darf Fehler machen. Auch du. Außerdem sind nicht alle anderen nur dazu da, um dir zu huldigen. Du wirst so behandelt wie jeder andere Mensch auch und wir werden alle mal gut und mal schlecht behandelt. Deswegen muss sich auch jeder von Zeit zu Zeit anstrengen. Da gibt es für dich keine Ausnahme. Solltest du dich in diesen Aussagen wiedererkannt haben, dann schlag dir den falschen Anspruch aus dem Kopf. Er macht nur Ärger.